Jetzt das. Hallo Morgan. Wir sollten reden. Mein Codename ist December. Ich werde Ihnen helfen, von der Talos 1 zu fliehen. Ihre Erinnerung ist lückenhaft. Aber Sie haben Anweisungen hinterlassen, falls die Typhon ausbrechen sollten. Alex hat eine private Fluchtkapsel. Sie haben eine Kopie seiner Startschlüsselkarte und Vorräte in der Neuromod-Abteilung versteckt. Ich übertrage die Position auf Ihre Karte. Ich kontaktiere Sie wieder, wenn Sie den Schlüssel haben. Und das habe ich gemeint. Was, wem oder was sollen wir jetzt hier eigentlich glauben? Genau das habe ich gemeint. Das kann doch nicht. Das ist doch, jetzt kommt January und December. Oh mein Gott. Wenn wir jetzt die anderen Monate auch noch durchnehmen, dann kriegen wir noch eine Menge Quests. Wir gehen jetzt trotzdem erstmal weiter in die Psychotronik. Automatisches Auslöschergeschütz 0.7.6 online. Hey. Er hat das Geschütz weggeschubst und das Geschütz hatte leider keinen Radius mehr. Oh, aber ich liebe die Schrot. Toll, habe ich echt super gemacht bei dem Geschütz, ne? Ich bin ganz stolz auf mich. Ich bin so ein... Nee, nicht nur Remotz. Ich wollte eben nochmal im Inventar gucken und zwar... Was können wir da eigentlich verbessern? Im Menü? Verbessern? Was geht denn da? Betäubungsdauer, Schaden, Reichweite, Schussanzahl, Aufladegeschwindigkeit. Die benutzen wir doch am meisten. Und da ich für die Schrot leider viel zu wenig Munition habe, muss ich echt erstmal auf die Pistole gehen. Oh. Ein Geschützschubser. Ja, ist das nicht schlimm? Mann, gut, dass unser Geschütz keinen Joghurt im Rucksack hatte, oder? Reh, und ich teste mal nochmal meine Ohren. Ja, dann viel Spaß, Uranus und BB. Beim Testen der Ohren. Ich warne dich vor. Ich bin gar nicht da. Ach so. Hast du das jetzt gehört? Ich bin gar nicht da. Feuerkraft. Immer nochmal Feuerkraft. Geht sowieso nur noch einen weiter und... maximale Feuerkraft erreicht. Jetzt hab ich's gehört. Okay, gut. Gut, gut, gut. Ich finde, das ist okay. Das soll ja dezent bleiben. Präzision vielleicht noch? Ah, nee, 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 nee. Da bin ich jetzt dann doch ein bisschen zu... Nein, 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 nein. So, du kommst jetzt mit in Besu. Das ist das Foyer. Da ist... Ach so, warte, da ist der Flug. Nee, der ist über uns. Okay, aber was ist das denn für ein Raum? Oh. Oh, oh, oh. Warte. Wo ist denn das andere Teil? Geht das? Ich weiß gar nicht, ob das geht. Wäre ein Versuch wert. Was? Vier Ersatzteile? Okay, okay, okay. Gerade rechtzeitig raus. Komm, das, wenn das der Stromverteiler hier ist, ich mach's. Ich tu's, ich tu's. Repariert. Ich hoffe, es war kein Fehler. Das waren meine letzten. Doch nicht. Mehr. Okay. Aber es war, glaube ich, nur eins, ne?
Och nö. Wir hätten hier einen Recycler, aber er ist defekt. Und reparieren ist nicht, weil ich keinen Teil dafür habe, ne? Ja, schön. Das hat sich ja gelohnt. Na gut. Vielleicht haben wir dafür überall anders den Strom wieder in Schwung gebracht. Das kann gut sein. Kleine Phantomfüße. Da liegt jemand. Einsatzbereit. Suche nach Updates. Server offline. Dann suchen wir Updates. Aber die Dinger sagen, gut, sie können auch fehlerhaft sein, aber die sagen, dass sie kein Typhon-Material entdecken. Warum sagt General zu uns, dass, oder unser altes Ich, also unsere angeblich, kann ja auch manipuliert sein, vielleicht waren wir das gar nicht, vielleicht haben wir das gar nicht aufgenommen. Warum sagt dann die Morgan aus dem Video jetzt eben gerade, dass wir Typhon in uns haben? Hä? Huh? Aber die das nicht wahrnehmen, die Geschütze. Joel Weeks hat eine Petrischale dabei. Das Mittagessen wird von 12 bis 14 Uhr in der Kantine serviert. Oh, was? Das Kantine? Das übliche Menü finden Sie im Wochenupgrade. Essen. Okay. Das ist doch merkwürdig, oder? Ich finde das schon merkwürdig. Ich denke, wir können unser... Ja. Wir werden das Geschütz jetzt sowieso nicht mehr mitnehmen können. Das war's. Ich gehe da jetzt halt rein. Was soll's. Das Psychotroniklabor wurde rund um den russischen Satelliten Vorona 1 gebaut, der das Ökosystem der Typhon bereits 1959 entdeckte. Was? Okay. Aber in dieser Ausstellung stand über diesen fremden Organismus nichts drin, oder? Gutes Stichwort, nehmt euch mit in die Küche. Alles klar. Was gibt's denn? Was kriegen wir? Werden wir jetzt bekocht? Hast du schon was vorbereitet? Du musst ein bisschen sanfter uns in die Küche tragen. Ich merke die Erschütterung. Die Erschütterung der Macht. Guts. Okay. No guts, no glory. Da ist nichts drin. Steht Vorratskiste drauf, aber ist nichts drin. Musik macht's gerade nicht besser, ja? Uah! Und da hinten die Dinger, die bewegen sich. Okay, ich mach das gleiche wie eben. Guck, ob ich das... Ich kann's gar nicht reparieren, oder? Ich hab glaube nichts dabei. Oder vielleicht müssen wir da schnell durch. Aber vielleicht können wir da auch nicht durch, weil es nicht repariert ist. Oh Gott, ich hab keine Ahnung. Wir müssen es reparieren. Psychotronik ist das Gegenteil von sicher, Morgan. Was suchst du? Jemand hilft dir. Ist es Michaela? Elazar? Ich habe keine Ersatzteile dabei, weil ich das immer... Das ist Mensch, ich kann die Nachrichten ihres Bruders belauschen. Darüber besteht Einigkeit. Durchqueren Sie diesen Ort so schnell wie möglich. Sie suchen nach einer Wartungsluftschleuse zu einem Unterführungstunnel namens Guts. So gelangen Sie ganz nach oben. Wer ruft jetzt noch an? Meine Mama?
Julia Schotter. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Konnte man die Geschütze nicht zwischen den Gebieten transferieren, wenn sie in der Hand sind? Nein, ich lasse sie fallen. Also eben habe ich das Geschütz fallen gelassen. Gib mir Zutaten, ich bekoche euch. Nudeln mit Erbsen, Karotten und Tomatensauce. Also ich nehme die Nudeln mit Tomatensauce. Erbsen und Karotten, nee. Und Hackbällchen auch nicht. Es sei denn, sie sind vegan. Erbsen und Karotten ist irgendwie... Also Karotten esse ich sehr gerne roh. Aber Erbsen... Und habe ich früher auch roh gegessen als Kind, direkt aus dem Garten. Aber inzwischen bin ich irgendwie mit Erbsen durch. Ich habe lange dafür gebraucht, um für mich selber zuzugeben, dass ich keine Erbsen essen muss. Was denn jetzt? Wo? Oh. Wir sollen da eigentlich durch, ne? Wir können auch, glaube ich, gar nicht woanders hin. Doch, wir können da runter. Da muss ich auch runter. Da liegen Überreste. Aber das Vieh ist, glaube ich, ist glaube ich, noch nicht tot. Ich glaube nicht. Und kann das sein, dass die jetzt schlimmer werden? Weil das da... Die andere Mimik da, hat, auch so einen lilanen Dingsschein gehabt. Haben wir sie doch erwischt? Krieg Hunger. Das ist mein Frühstück, Mittag und Abendessen. Ich bin schon seit knapp einer Woche auf Essenssparflamme, weil Bankkarte kaputt und meine neue ist noch nicht da, sprich dann kein Geld. Nein, Malka. Shit. Das ist aber doof. Oh, das ist aber übelst. Ja, dann sind sie auf einmal, weißt du, wenn die irgendeine Unterschrift brauchen oder sowas, dann ist die Bank ganz schnell da. Aber wenn du irgendwas von denen willst, so eine neue Karte oder sowas, dann sagen die, was? Ist gestern rausgegangen. Schieb beiseite. Hackbällchen, da ist Fleisch drin. Nur in Spurenelementen. Und das meine ich so, also wirklich. Ich glaube, das war die Mimik. Otto Lauda. Von dem haben wir, glaube ich, auch schon was gelesen. Otto Lauda? Haben wir von dem was gelesen? Ja, wir haben sie erwischt. Okay, hätte ich nicht gedacht. Dass ich treffe? Das Gefühl, dass ich noch crouche, aber wir werden nicht größer. Da ist doch gerade eine Tür aufgegangen, oder? Wenn ich da jetzt durchgehe, löse ich Alarm aus, weil wir ja Waffen dabei haben. Also von daher wäre das, glaube ich, eine ganz dumme Idee. So, und warum komme ich da nicht rein mit meinem Generalschlüssel? Lieber Hackbällchen, wirklich als Fleisch und statt als Grünbratkernlinge. Meine Ex-Vermieterin hat mich damals damit getrollt mit gefüllter Paprika. Komisch geschmeckt, bis ich es angesprochen habe und sie es verraten hat. Ja gut, das vielleicht war sie der Meinung, dass für sie das ähnlich schmeckt oder genauso schmeckt. Also es gibt ja tolle Alternativen inzwischen.
Also, ich habe schon einiges gefunden, was die Familie durchaus mitgegessen hat, weil, und ganz ehrlich, alles, was paniert ist, schmeckt sowieso alles gleich. Also, da kannst du auch gleich die fleischlose Variante essen. Also, das ist natürlich, ja gut, Grünbratkernlinge, keine Ahnung, die würde ich wahrscheinlich auch nicht essen. Aber es gibt ja genügend andere Möglichkeiten. Ja, ich versuche nochmal mit dem Hacken, was soll's. Oh, Y. Okay. Überbrückt. Dieses Pseudofleisch ist übel. Dann lieber gleich was, was kein Fleisch imitieren will. Ja, aber wenn du vegan isst, hast du keine netten Käsegerichte. Und ganz ehrlich, bei dem, was in Fleisch alles drin ist, also in Fleisch oder Wurst alles drin ist, wollt ihr mir doch nicht erzählen, dass das vegane Zeug schlimmer ist, als das, was im Fleisch drin sein kann. Kaputtes Festplattenlaufwerk, okay. Wir können auch wieder was essen. Und man kann so viel schöne Sachen selber machen. Hinter dem eisernen Vorhang lesen. Auszug aus einem historischen Bericht über die Unruhen der Sowjetunion von Dr. Luc Monobanda. Oh Gott. Naja. Obwohl sich die Beziehungen zwischen der UdSSR und den Vereinigten Staaten in den vorherigen Jahrzehnten verbessert hatten, bestand kein Zweifel daran, dass Überreste des Eisernen Vorhangs in Teilen immer noch für ein eisiges Klima sorgten. Seit mehr als einem Jahrhundert erfreute sich Wladimir Lenins kommunistische Vision innerhalb der oft erweiterten Grenzen von Mütterchen Russland auch weiterhin größter Beliebtheit. Doch mit jeder neuen sowjetischen Annektierung musste die UdSSR feststellen, dass der Aufschrei der Öffentlichkeit nicht mehr länger nur aus Amerika, sondern auch von den eigenen Bürgern kam. Ist das jetzt im Ernst? Ist das jetzt wirklich, ist das, Die als Menschewiki bekannte Gruppe lehnte die aggressive Expansionsdoktrin der Sowjets ab. Zu Beginn noch eine Minderheit, wuchs die Bewegung jedoch mit den Jahren immer stärker an. Nach der sowjetisch-indischen Intervention gipfelten die Ereignisse in von den Menschewiki angeführten Unruhen und dem Beginn der zweiten Säuberung. Oha. Oha. Wo man es herbezieht, ja gut, wenn was Fleisch anbelangt, da gibt es für mich gar keine Diskussion. Sind das Geschütze? Da hilft ja auch nicht, wo man es herbezieht. Das sind Geschütze. Cool. Wir haben gleich zwei Stück, das ist sehr gut. Und schallgedämpfte, eine schallgedämpften Pistolen, alles klar. Ja, dann nehme ich mal ein Geschütz mit, ne? Achso, ich wollte erst auf den Computer gucken. E-Mail, alles klar. Festnahme Dr. Gallegos. Von Hans Kelstrup an Corey Richard. Alex Yu höchstpersönlich hat angeordnet, dass sie am Ende der zweiten Schicht Dr. Gallegos zum Sicherheitsbüro in der Hauptlobby eskortieren sollen. Okay. In der Psychotronik suchen wir auch... Wen suchen wir denn da nochmal? Irgendeinen suchen wir da. Von dem Dr. Calvino, glaube ich. Ne? Wir brauchen da irgendwie seine Karte. Der müsste eigentlich hier sein. War das Calvino? Nee. Okay, wie hieß der denn dann? Ziele. Nee, Bellamy. Nimm den Quartierschlüssel von Bellamys Leiche an dich. Also der soll der hier in der Psychotronik drin sein. Okay, Bellamy. Bellamy. Wobei, den muss ich hier gar nicht in der Psychotronik, glaube ich, suchen, weil... Das ist ja nur die Abteilung, in der die arbeiten wahrscheinlich. Wo hat der nochmal gearbeitet? War der im Traumazentrum? Nee. Frachtraum? Maschinenlabor. Wo war denn der Bellamy nochmal ange... Da ist Calvino. Ach, den haben wir ja schon gefunden. Stimmt, der trieb ja draußen im Weltall. Ich weiß nicht mehr, wo der gewesen ist. Eigentlich müsste der hier... Ach komm, irgendwie finden wir den schon, denke ich mir mal. Ich denke mal, wir finden den schon irgendwie.
So, und Programme haben wir 2 Stück. Die Türsteuerung und die Bereichskarte. Achso, die Bereichskarte. Ja, klar. Runterladen, bitte. Haben wir. Da sind wir reingekommen. Da sind wir jetzt. Da müssen wir hin. Das sind 2 identische Seiten. Okay. Leichenhalle. Aha. Hier scheint wieder so ein Aufzug zu sein. Waffenkammer. Das wäre interessant hier. Warte mal, aber da waren wir doch schon, oder? Ja, jetzt komme ich da oben nicht. Hä, wieso komme ich doch jetzt? Okay, ich muss da noch hoch. WB Sevo. Zurück brauche ich Gehörschutz. Nein. Sicherheitsraum verriegeln und entriegeln. Brauchen wir momentan noch nicht. Die Waffe lasse ich nochmal hier. Aber das Geschütz nehme ich mit. Was mache ich denn da schon wieder? Warum stehen hier 2 Geschütze? Das macht mir ein bisschen Angst. 2 Geschütze sind schon ziemlich heftig. Was war das gerade? Das war nicht die Tür, ne? Einsatzbereit. Okay. Das ist eine ziemlich große Tür. Vielleicht geht es ja darum, was da rauskommen kann. Hier gibt es so viele Möglichkeiten, sich zu verschanzen. Das finde ich sehr beunruhigend. Automatisches Auslöschergeschütz 0.7.6 online. Okay, ja. Das war in Dead Space auch schon immer eine gute Idee, auf die Toiletten zu gehen. Suche nach Updates, Server offline. Das. Okay. Ja, keine gute Idee. Automatisches Auslöschergeschütz 0.7.6 online. Ist das hier? Hier ist doch ein Phantom, oder nicht? Ich höre doch hier ein Phantom. Ruft aus der Küche, WB Sevo. Der hockt da. Ha! Okay, das hat das Geschütz erledigt, Gott sei Dank. Crispin Boyer. Okay. Da hat er gehockt. Scanne Ziel, kein Teilmaterial entdeckt. Warum hat er da gehockt? Vielleicht bei ihm schlecht oder sowas? Toiletten sind mir seit Dead Space in Spielen sowieso grundsätzlich suspekt. Der Sternenbeuger-Zyklus, Band 3, eine Lieferung durch Zeit und Raum. Auszug aus Band 3 von Patcher McMarvin. Trevor Pulsar ließ den Antrieb der Talon auf Hochtouren laufen und betete zu Sloa, dass er die Lücke im Asteroidenfeld erreichen würde, bevor die Mordrax-Räuber ihn einholen würden. Er hatte dringende Angelegenheiten für Kaiserin Turmalin zu erledigen und in einem Gefängnis der Mordrax zu verrotten, hätte da einfach nicht gepasst. JT-88, rief Trevor. Stell mich zum nächsten Außenposten der königlichen Flotte durch. Kurz darauf war im Cockpit ein gestörtes Hypersignal zu hören, das sich von Rauschen zu disharmonischen Tönen und schließlich zu einer Stimme veränderte. Trevor, sind Sie das? Hier spricht Außenposten Lambda. Wo in Sloas Namen waren Sie? Lässig, antwortete Trevor.
Ich habe ihre Ärsche gerettet. Ich habe das Sternenbeuger-Prisma gefunden und bin auf dem Weg nach Hause. Merci, Puso. Okay. Ja, was ist das? Was ist denn das? Ach, wahrscheinlich Duschzeug oder sowas, ne? Nicht nach der Seife bücken. Warum ist hier ein Wagen? Nee. Man sollte ja auch immer... Es gibt ja immer mehrere Wege, ne? Das ist ja eben das, was... Wir hätten wahrscheinlich auch... Nee, da eher weniger. Da hätten wir nicht durchgekonnt. Da ist nichts. Mein Geschütz mit. Schmeiß das so rein. Nützt bloß nichts. Ich muss ja ausfahren. Catherine, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Fehlersuche Version 0.7.6. Ausführlich. Da ist der Aufzug. Scanne Ziel, kein Teilmaterial entdeckt. Ja, da bin ich mir aber nicht ganz so sicher, ne? Weil ich glaube, von der anderen Seite kamen wir in das Klo nur rein, wenn wir eine höhere Hebelkraft haben. Richtig? Ja. Da komme ich so nicht rein. Das heißt, ich nehme das Geschütz ja auch. Die Musik sagt mir schon wieder, da könnte irgendwas Böses drin sein. Auch in dem Klo ist irgendwas Böses drin. Das klingt aber nicht gut. Sendefehlerprotokoll. Ist aber sehr dunkel hier drin. Gibt's hier einen Lichtschalter? Fehlersuche Version 0.7.6. Ausführlich. Ich höre nichts. Scanne Ziel, kein Teilmaterial entdeckt. Da ist ein Loch. Diagnose ausführlich. ISF nominal. Energielevel nominal. Aktoren nominal. Neigungswinkel Fehler. Bitte Techniker kontaktieren. Das ist ein extremes großes Loch. Okay, das war ein interessanter Effekt. Das war ein sehr interessanter Effekt. Nicht genug Platz. Toll. Oh, da will ich aber nicht einfach so runter. Das ist keine gute Idee. Oh, vielleicht muss ich das. Hallo, Allison Brady. Das müssten wir mitnehmen können und das müssten wir auch mitnehmen können. Dieses Psychotonikum erhöht das psychische Potenzial eines Individuums, wenn es injiziert wird. Stellt 60 Psi wieder her? Kann das sein, dass es etwas ist, was wir noch nicht mal entdeckt haben? Bevor ich jetzt runtergehe, gucke ich erstmal eben nochmal dahin. Aber da komme ich. Ach, dann komme ich da wahrscheinlich nicht rein, ne? Ab diesem Punkt sind Psychoskope erforderlich. Psychoskope?
Das heißt ja, ich komme hier nicht rein. Okay, ich kann nur durch das Riesenloch gehen. Hm. Überraschung. Lecker, ja. Jetzt stelle ich mir wirklich so eine Mimik in der WC-Schüssel vor, große Sahne. Ja, kennst du das, was früher immer, was dann immer so den, auf der Schule, wo du dann schon mit den großen Schülern zusammen gewesen bist, also wenn du dann noch ganz klein, ganz kleinste Klasse gewesen bist und dann haben sie dir immer so nette Geschichten erzählt, da gab es doch immer solche Sprüche, die wurden dann auch immer an die Klos gemalt. Auf diesem Klo wohnt ein Geist, der alle in die Höhe beißt, mich hat er nicht gebissen und so weiter und so fort. Aber dann gab es dann auch immer solche Stories, dass dann wirklich irgendwas dich da von hinten beißt oder was auch immer, oder eine Ratte oder sonst irgendwas. Also du kannst ja den unteren Klassen erstmal alles Mögliche erzählen, ne? Oh, das ist aber verdammt viel Glue. Das ist sehr viel Glue. Das heißt, das ist doch eine Wand. Da hat irgendjemand versucht zu verhindern, dass etwas durchkommt. Oder rauskommt, eins von beiden.